Thank you.
sitzen hei an engem Allen Dietrich, der Dietrich, Otto Reil, wie sie lange hei ob der Lützebäuer Eisenbahn noch gefuhr sind. Das sind also aber nur Sammelstückchen, feiert das Jahr, 75 Jahre. Ich bin froh, dass wir hei über den Otto Reil können schwätzen. Der Otto Reil ist ein Pièce unik, der das sind, wie gesagt, der Dietrich, den am Jahr 1949 gebaut ging. Und das ist ein Neubau gewesen von einem Otto Reil, den 1935 schon für den Alsace-Lorraine gebaut wurde. Und am Nomkrieg mit CFL war aber dann groß interessiert an der Modernisierung und noch ja, einer Verbesserung von Personenverkehr und noch der Amelioration vom Komfort, muss ich auch sagen. Da sitzen wir gut Müll. Die Zeit geht nach, da geht praktisch nicht mehr holze Bänken. Der Steisebund wollte ihre Personenverkehr verbessern. Und dann haben sie die 10 Wehen, die Heilo, die man gesehen hat, wie ein eh von denen, aus der Serie, haben sie die gekauft, 1949. Und die wurden am August 1949 in Betrieb geholt. Man denkt, sie hat noch Remorken haben drin, das waren so einfach Waggon, ganz simpel Wehen, die sie dann nur gezogen haben, relativ leicht gebaut. Und die sind durch ganz Land gefahren. Die haben alles gefahren, das heißt Hauptstrecken, Nervenstrecken, Sauerlin, Tatatlin, Robantesleck, ja noch am Süden, da heißt, sie haben zum Beispiel Derbester aus dem Norden hochgebracht bei Schmelz oder anderem Zweck. Und voilà, sie haben, so muss ich, Tabdachs vom Personenverkehr an den 50er Jahren gedroht. Und das hier ist den allerletzten, die Betriebsfähig ist. In Frankreich geht es nach ihnen, dieselbe Modell wie den hier, weil die Franzosen haben da 20 schon den hier gekriegt. Aber also den katastrophalen Zustand. Ja, das hier ist die Nummer 105, wie gesagt, dass den allerletzten, der Dietrich, den nach 4. Wie also dazu kommen, dass man die konnten erhalten, an wen wird sich dafür hier gehen eigentlich? Das ist ein ganz gut Frage, das ist ein wichtiges Frage. Es war so, dass damals, wie die Wien aufgestellt wurden, in der 70, dass die Gruppement des Amis du Rail, der GAR, sich ganz massiv angesetzt wird, dass ein Wohnsold erhalten gehen. Und wenn sie nicht fertig kriegt, du schlussendlich eh konnte bei der CRL zu kaufen. Aber ein ganz wichtiger Punkt war, dass die Wohn, wo ihn aufgestellt wurde, wo den Amis du Rail kriegt, das in der Dach war. Weil wenn er nicht in der Dach gewischt wäre, da wäre dem selben Gang wie in Frankreich, da wären Futti geschlagen gehen und für alles wäre verkommen gewischt, am durchgerascht gewischt. Und es war die Chance, an Pierre Villon so für verschiedene Leute bei der CRL, dass die wohnen am Depot konnte stehen bleiben in der Dach und dass sie dort konnte für eine Witterung geschützt gehen. Ja, das ist immer so. Ich muss nicht so sehr, aber ja, das ist genau der.